Tussel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Wow, was macht der da? Hört euch das an, wie der uns anschaut. Das diabolische Böse. Hilfe. Achso, okay, er legt sich nur schlafen. Okay, das ist in Ordnung. Wow, da hängt schon irgendwie das Nudelwunderland, haben wir hier so gefühlt. Ja, der 2. Dezember, es ist Samstag, es ist schön, es ist... Ja, das war's eigentlich auch. Es ist kalt. Ich habe heute wieder gearbeitet und es ist kalt und es ist nicht schön. Ich mag es gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich demnächst noch die Zeit zum Arbeiten habe. Muss man mal gucken, also. Er mag es mit Nudeln rumzubasteln auf jeden Fall. Gut, aber wir wollen ja nicht über meine Arbeit reden, sondern wir reden hier über unseren Haushalt. Und ich weiß, Weihnachten rückt immer näher und wir haben noch keinen Adventskranz und sonst was. Oder einen Weihnachtsbaum. Naja, den Weihnachtsbaum brauchen wir jetzt ja noch nicht, aber einen Adventskranz. Ich kann ja mal schnell nachgucken. Ich würde auch über Weihnachten gerne unseren Kamin tauschen, wenn das geht. Aber als erstes, werde ich mal einen Adventskranz holen, denn wer weiß, was morgen ist. Ich glaube, das muss ich mal erzählen. Morgen ist nämlich der erste Advent. Und das bedeutet, neben dem neuen Kalendertürchen, was man aufmachen kann, natürlich auch die erste Adventskerze. Ja, oh mein Gott, das können wir hier richtig weihnachtlich machen. Ich sehe das schon, wir werden uns hier die Tage irgendwann mal... Haben wir keinen Adventskranz? Ich dachte, es gibt einen. Ich bin mir sicher, es gibt einen Adventskranz. Wir müssen ihn nur finden. Weihnachtskranz. Was ist das? 4 Festtagskerzen. Das kommt doch schon mal hin. Wir können ja einmal da 4 raufstellen, einmal hier 4 auf den Esstisch. So. Genau. Dazu kommt dann auch noch mal eine Folge, wo wir dann wirklich nur unser Haus dekorieren, aber das ist nicht heute. Heute sind nur einmal schnell die Adventskerzen dran. Ausschalten. Dieses Licht und das automatisch einschalten. Und das können wir immer anlassen eigentlich. Genau. Oh je, was macht der Caleb da? Also dann haben wir zumindest schon mal unsere Adventskerzen. Also es sind zwar 4, aber vielleicht kriegt man ja... Ah, nee. Ich dachte, man so eins. Das sind dann 2, 3 und das sind dann 4. So machen wir das. Gut, auf jeden Fall, morgen ist der erste Advent und Caleb und Milena sind noch. Caleb und Milena sind noch wach. Nein, Caleb und Vanessa. Und genau, wir hatten einen Techtelmechtel. Und wir haben gar nicht nachgeprüft, ob sie schwanger ist. Oh mein Gott, das müssen wir mal nachprüfen. Oh Gott, und bitte ist das Kind dann kein Vampir. Oh nein. So, nee, wir bleiben regional. Das hatten wir ja schon mal und wir haben festgestellt, das ist nicht gut. Es sind nur unnötige Ausgaben. So, danke sehr, geh mal bitte raus und du könntest mal wieder schlafen gehen. Super, 888 und ein neues Kind in Planung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann haben wir unser zweites Kinderzimmer. Das kommt dann hier unten hin. Wir müssen mal gucken, vielleicht zieht dann der Holden unten ein und hier zieht dann... Ja, was wird es überhaupt? Das wissen wir ja noch gar nicht. Wir wissen ja noch gar nichts, ne? Und das Kind... Das Kind, das ist so gemein. Manu. Na, Beförderung noch nicht drin gehabt. Okay, naja, gut. Dann leg dich mal hin. Hier fehlt auch noch der Fernseher, fällt mir jetzt mal so auf. Wir haben 2000 schon wieder zusammen. Krass. Mal gucken, wir können ja mit den nächsten 10.000... Machen wir zum einen den Raum hier und den Flur und... Dann dekorieren wir auch das Haus, würde ich sagen. Also wirklich extremst. So, genau. Irgendwie hier so Deko und da so und Weihnachtsbäume hier draußen. Und ich stelle mir schon was richtig Cooles vor.
Ich wollte auch eigentlich noch ein Bauprojekt starten. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ist eure Lust dazu? Sagt ihr so, oh nee, wieder bauen, lasst das bitte. Ich habe gar keine Lust. Das würde ich dann so ein bisschen weihnachtlich anhauchen. Oder sagt ihr so, boah, geil, auf jeden Fall, Weihnachtsprojekt kommt sofort her. Na, das würde mich mal interessieren. Und die können mal schlafen gehen, es ist so spät nachts. Alle sind sie wach. Er ist wach. Sie ist wach. Er ist wach. Na komm. Alle mal pennen gehen. Und ja, dazu werde ich dann eine Abstimmung mal reinmachen. Hopp, na komm. Genau, dazu werde ich dann mal eine Abstimmung reinmachen. Da könnt ihr dann ja gerne mal abstimmen. Die ist oben in der rechten Ecke. Da ist so ein kleines i, da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr eine Abstimmung teilnehmen. Keine Ahnung, ich habe noch nie damit gearbeitet, aber man kann die wohl erst im Nachhinein reinmachen. Deswegen, ja. Gehst du bitte jetzt schlafen? Ist ja gut, wenn du auch ein bisschen Obst möchtest, dann sag einfach was. Dann kannst du auch was trinken. Dann will er vielleicht nicht direkt den nächsten Menschen morden. Genau, und das ist dann auch mal nett zu wissen. Heute Abend wieder ein Stream natürlich, ne? Was, wie wäre es auch sonst? Das wäre ja sonst langweilig, die Welt ohne das. Wir haben noch eine Erdbeere. Gib die mal. Vanessa, man kann ja ein bisschen nachhelfen beim Geschlecht. Genau, so, iss mal. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Smack. Schmeckt. Das war okay. Das ist wirklich natürlich. Schmeckt. Oh. Also, könnte nicht. Oh, das tut mir leid. Genau, und sie kann mal in die Wanne gehen. Und dann haben wir das nämlich auch erledigt. Schön entspannende Wanne. Oh. Und sie ist schon am Essen. Genau. Sonntagmorgen. Ihr seht schon, erster Advent. Da sind die auch schon bei. Und es brennen tatsächlich alle vier Kerzen. Zwar unter unserem Fernseher, was eigentlich nicht gut ist, aber sie brennen alle. Genau, und dann werden wir zu Weihnachten hier einiges machen. So, verlorenes Spielzeug. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und bin traurig. Such weiter. Oh. Verantwortung oder Konflikt? Ja, weitersuchen, ne? Oh je. Die Kontrolle sinkt emotional. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es denn aus von den Werten? Oh, er ist ein richtig kleiner Verantwortlicher. Was steht denn da? Wenn dein Sims seine Hausaufgaben macht und gute Noten in der Schule hält, steigt der Charakterwert Verantwortung. Den Müll rausbringen, die Zähne putzen und Spielzeug in die Spielzeugkiste räumen, haben ebenfalls einen positiven Einfluss. Die Verantwortung wird negativ beeinflusst, wenn dein Sims schlechte Leistungen in der Schule bringt, gegen ausgesperrte Verstöße, bla bla bla. Chaos veranstaltet Tina, ihr Job kündigen, sinkt ihre Verantwortung. Oh Gott. Emotionale Kontrolle. Sie können an Radios oder Instrumenten verschiedene Interaktionen zu entspannen ausführen. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Konflikt lösen, Empathie. Oh. Okay. Du könntest ja mal ihn umarmen, reden und magischen Tieren fragen. Und dann könntest du ja mal mit ihm spielen. Oh yeah. Ach. Warum esst ihr denn die Plasmafrüchte nicht? Dann komm, isst Plasmafrüchte. Na, 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 na. Oh, sie sind richtig gut. Wir sind schon in Weihnachtsstimmung. Da fällt mir ein, wir brauchen mal hier überall so eine kleine Box an der Wand noch. Könnte ich ja nebenbei schnell nochmal machen. Sorry. Das sind so die Kleinigkeiten, die einen dann doch ein bisschen stören. Wenn wir da jetzt bis zur nächsten Baufolge warten, dann kann das noch eine Weile dauern.
dachte, man kann da irgendwie Elektro da. Ne, den hier, okay. Zack. Und dann können wir den ja mal einschalten. Ne? Geht Richtung Winter, dann sollten wir mal. Oh. Dum, bam, bam, bam. Wir können ja mal sagen, ob ihr das Lied kennt. Ich kenne das Lied zum Beispiel und es passt hier schon sehr gut rein. Süßes Ständchen. Ach, das ist süß. Level 4, die Kreativfähigkeit. Super. Ach, das ist ja süß. Süß. Hui. So, was ist mit Vanessa? Ja. Schwierig, würde ich sagen. Sie hat Hunger. Oje, lass uns mal Vampirbücher lesen. Dann können wir das zweite Band mal kaufen. Dann müssen wir uns halt mal ein bisschen gedulden. Wir können ja die Kristalle hier eigentlich verkaufen, ne? 150. 60. Wir können ja mal gucken, was wir hier alles verkaufen können. Jo, 90. 20. Da ist noch einer. Verkaufen. Da ist noch einer für 30. Verkaufen wir auch. Ein Buch für 1. So, ich glaube. 1. Selbst veröffentlichen. Sehr gut. Und ein Lied lizenzieren, Gitarre. Genau, und die Klage können wir direkt noch hinterher senden. Glückwunsch! Vanessa hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Sie hätte mehr verdient, wenn sie die Rechte am Verlag verkauft hätte. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Und Lied lizenziert. Vanessa hat gerade ein Lied an die morgendliche Nachrichtensendung von MPR lizenziert. Warte auf die bald einsetzenden Tantiemenzahlungen. Super, das freut mich. Machen wir richtig Fortschritte und dann kannst du ja mal Vampir-Enzyklopädie 2 lesen, weil du möchtest ja irgendwann wieder vampirlos sein. Genau, setz dich dazu an den Esstisch hier. Oh, ich sehe schon, ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie wir das hier einrichten und dekorieren. Wir werden das hier richtig extrem dekorieren, weil ich das einfach so cool finde. Also ich bin ja nicht so der Feiertag-Mensch, aber Silvester tatsächlich, Silvester... Weihnachten, doch. Das bin ich. Ich bin ein Weihnachtenmensch. Also ich mag Weihnachten total. Und also die restlichen Feiertage sind nicht so meins, aber Weihnachten finde ich total toll. Ich liebe es, Geschenke zu kaufen. Den Tannenbaum, die Dekoration, das ist einfach total schön. Das bin total ich. Ich finde das total süß. Okay, so. Vanessa. Nee, Mareike, tut mir leid. Heute nicht. Oh Gott, sie kennt schon wieder so viele Leute. Die meisten hat sie einfach nur abgesaugt, aber... Psst. So. Genau, wir gehen Kaffee trinken, das und das. Vanessa hat gelesen, dass Vampire sich tagsüber draußen aufhalten können, solange sie ein Dach über den Kopf haben, das die stärksten Sonnenstrahlen abhält. Okay. Welches Level hat sie eigentlich in der Vampirfähigkeit? 6. Das dauert dann aber noch ein bisschen. Okay. Nein, nein. Genau, er bringt es schon weg. Aufräumen. Und. Oh, und dann machen wir so ein richtiges Gala-Abendessen. Das finde ich toll. Da freue ich mich schon riesig drauf. Doch, das ist schon echt schön, alles, was wir bis jetzt haben. Auch das hier und das Bad und ich bin total geflasht von dem, was wir bis jetzt haben. Ich mag es alles. So. Gucken, was haben wir denn hier noch mit Milena? Milena. Geh dann nochmal joggen. Vanessa und Caleb sind eben gute Freunde geworden. Das ist doch schon mal gut. Gute Freunde sind doch schon mal gut. Und ich habe vergessen, die Gitarre zu holen. Oh, ich krieg einen Anfall.
Nur noch die Gitarre. Naja, gut, können wir auch noch mal. Na gut, ausnahmsweise noch. Dann sind wir aber für heute auch dann wirklich erstmal durch. Oh, so viel zu verkaufen. 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 Das ist. Nee, den können wir nicht verkaufen. Das ist Vanessas Preis. Können wir auf die Toilette stellen? Nein, der kommt dahin. Was ist das? Diplomatie für Deppen. Charisma. Behalten wir auch nochmal. Die Urne. Und Vladius müssen wir ja auch irgendwo hinstellen. Momentum-Kondensator. Schwierig. Aber wir könnten hier unten noch irgendwann ein geheimes Labor für Caleb einrichten. Fällt mir jetzt mal noch so ein. Das wäre noch so eine coole Sache. Ja, stellen wir es erstmal dahin. Und ansonsten erstmal in Ordnung. Seht ihr, dann haben wir schon wieder 4600. Dann kriegen wir das ja wirklich schnell wieder vor mit den 10.000. Ah, ich habe die Gitarre vergessen. Oh, es tut mir so leid. Och, Manu, ich bin heute so oft im Baumodus. So. Das war's jetzt. Jetzt sind wir durch. Jetzt geht's da erstmal nicht mehr rein. Ich werde es mir jetzt selbst verbieten. Das Positive ist, jetzt können wir halt weitermachen mit unserem Beruf und mit unseren Büchern. So. Eine muntere Melodie fortsetzen. Dann hat sie was zu tun. Bam, 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 bam. Ach genau, er übt Tanzen, er übt Motorik, sie übt Klavier, Klavier, Geige. Sie ist Joggen, das ist doch richtig gutes, finde ich ganz toll. So, dann geht's mal wieder zurück. Bitte, Mädel, trink was. Na, wir machen es jetzt einfach so, weil sie ja in der Schwangerschaft ist. Ein Pegelheim ist ein Plasmabeutel. Oh, da hat jemand irgendwas favoritisiert. Gucke ich mir aber jetzt nicht an. So, die Bestellung ist im Inventar. Genau. Und sie will uns wieder Menschen jagen. Deswegen trinken wir jetzt mal die Plasmabeutel. Schlürf, schlürf, schlürf. Trink direkt noch ein. Oh Gott, sie ist so durstig. Okay. Und willst du noch einen dritten trinken? Ja, will sie. So, und dann haben wir erstmal das geschafft. Dann bin ich jetzt ja erstmal beruhigt. Muntere Melodie fortsetzen. Die ist ja fast fertig. Und la 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 la. Lena ist schon am fleißigen Duschen. Wie klingt denn das? Ja. So, was ist mit Caleb? Oh je. Yeah. Haben wir noch einen Blutbeutel übrig? Ja, haben wir. Und Caleb wird jetzt auch einfach einen Blutbeutel trinken. Oh, die Olympischen Spiele. Ich weiß nicht wo, Olympischen Winterspiele. Sehr gut. Tanzen. Bist du so müde? Ja, ist sie. Na komm, musst du heute arbeiten? Oh Gott, dann geh schlafen, leg dich hin. Warum bist du denn müde? Du lagst doch im Bett. Und wo sind deine Hausaufgaben? Muss ich jetzt Bücher kaufen? Ich bin heute nur am Kaufen, habe ich das Gefühl. Das ist ja richtig schlimm. Hausaufgaben? 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 Kinder. Da, Hausaufgaben. Für eins zum Lernen. Öffnen. Gib dem neuen Lied einen Namen. Was spiele ich denn gerade? Wir machen einfach für Elisa. Ich bin so ganz unkreativ. Du kannst mal deine Hausaufgaben machen. Ich weiß nicht, wo deine Hausaufgaben hingekommen sind, aber. Oh, sie ist schwanger. Das sieht man hier an. Okay.
Dann da setzen wir nochmal das jammervolle Klagelied fort. Und während alle ihre Aufgaben erfüllen, verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Erster Advent und so und natürlich ganz viel Spaß und Bauspaß. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.